Der Captain hat dir einen eigenen Entertrupp gegeben, was? Dann sieh mal zu, dass die Jungs ordentlich was zu tun kriegen. Gehörst du zu Henrys Jungs? Nein, ich säge hier zum Spaß ein bisschen am Baum herum. Was ist los? Hat Henry dir gesagt, was du zu tun hast? Ja, ich soll für ihn einige Banditen aus dem Weg räumen. Oh nein, sieh mich nicht so an. Ich will da nicht hingehen. Lass mich lieber weitersägen, okay? Ich gehe jetzt alleine hin. Ende aus, Mickey Maus. Oder kann ich Alligator Jack mitnehmen? Hey, du. Kennst du Angus und sein Freund Hank? Ich habe sie schon länger nicht mehr gesehen. Außerdem hätte ich nichts dagegen, wenn die beiden auch nicht wieder auftauchen. Warum? Ach, die Penner haben ständig am See rumgehangen und das Wild vertrieben. Okay. An welchem See hängen sie ständig rum? Erinnerst du dich an unsere Jagd? Ja. Der See in dem Talkessel. Dort habe ich sie meistens gesehen. Aha. Unterrichte mich. Was soll ich dir beibringen? Ach so, du kannst mir das und das will ich gar nicht wissen. Ich dachte, du kannst mir Einhandkampf oder so besser beibringen, aber anscheinend nicht. Hm. Schadi Schokolade. Okay. Das ist nicht richtig. Ich sehe drei Köpfe. Ich mach dich fertig. Tüdelü. Da ist eine Kiste. Was bist du? Insekt, glaube ich. Ja, komm her. Oder auch nicht. Okay. Jetzt hätte ich gern Bomben. Der Raver! Hallo? Ich mach dich fertig. Hä,
Hello. Is it me you're looking for? Das war wahrscheinlich nicht. In the bush. He's in the bush. Ja, 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 ja. Oh, da sind die drei Dietriche. Das ist schon mal gut. Hm. Hallo? Hello there. Hello there. Moin, Axo. Halli, hallo, hallöchen. Zack. Wir machen mal diese Kiste da auf. Mhm. Hm. Ich wollte es nicht sagen. Ich wollte nicht sagen, passt auf, der springt gleich hier runter, aber er hat es getan. Wie hat der gerade abgewehrt? Der hatte sein Schwert nicht mal in der Hand. Unverschämtheit. So, gucken wir mal, was da oben ist. Okay. Nix. Wir räumen einfach die Banditen komplett alleine hier auf. Axo, wie läuft's bei Path of Exile? Hast du weitergespielt? Oder ist die Liga am Ende doch nicht so interessant? Huh! Für einen Fisch und eine Mana-Essenz. Okay. Beim letzten Mal, wo so ein Turm war, war was wirklich Gutes drauf. Deswegen versuchen wir es mal. Da ist, glaube ich, nichts. Ne. Außer Aussicht. Also. Zumindest ein bisschen. Los, weg hier. Ich habe ja gelernt, bei Gothic ist die Fallschadenberechnung basierend auf der Zeit, die du fällst. Es hat nichts mit Animation oder so zu tun, sondern nur damit, wie lange du schon fällst. Da ist nichts zu holen. Das war's? Vier Banditen? Okay.
Alles nicht so stark. Hab schon wieder deinstalliert. Gehen die überbufften Rares auf den Keks, die dann auch nichts droppen. Wird gegen Endgame nur noch exponentiell schlimmer. Wäre an sich ja kein Problem, wenn ich sonst noch irgendeinen Grund zum Farmen hätte. Hab aber das Gefühl, schon alles gemacht, was PO1 zu bieten hat. Du hast nicht nur gefühlt alles gemacht, du hast alles schon gemacht. Also bei 4.000, 5.000 Stunden in dem Spiel hast du, glaube ich, alles gemacht. So. Und dann können wir jetzt in den Canyon gehen, weil wenn wir schon hier sind... Wobei ich ja für den Canyon hätte ich gerne einen dabei. Das macht's einfacher, gerade bei der großen Fläche und die Gegneranzahl wird höher sein. Du wolltest das mit den Banditen? Wegen der Banditen im Turm. Ja? Sie sind erledigt. Gut, ein Problem weniger. Yep. So, wen von euch nehme ich denn mit, der da sitzt? Der wirkt so entspannt und unbeschäftigt. Hey, du! Ich erzähl dir doch nichts Neues. Du sollst mir helfen. Befehl von Greg? Du hast es erfasst. Der Canyon wartet. Ei, ei, Captain. Dein Captain sitzt da hinten. Immer wieder das Gleiche. Mitkommen. Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Naja, mehr Dragon's Dogma 2 für dich. Mehr Dragon's Dogma 2, ja. Da hast du, glaube ich, auch noch genug zu tun. So, da lang. Hier müsste eigentlich der Weg zum Canyon sein. Und hier könnten wir auch gucken, ob wir die Höhle finden, wo die beiden Piraten sein sollen. Da hinten. War da hinten nicht eine Höhle? Ne, da war das Portal. Zap, zap, zap. Bevor wir reingehen, einmal speichern und weiter geht's. Ich denke nicht, dass im Wasser was ist. Sumpfkraut, Heilpflanze. Ist nichts. Oh ja, vor allem, weil ich was? Oh, ja, vor allem, weil ich es Elden Ring spiele. Jeden möglichen Stein umdrehen für Loot. So muss das aber auch. Ich finde Rollenspiele, egal ob es Elden Ring, Elder Scrolls, Dragon's Dogma, Witcher, die musst du immer so spielen. Alles umdrehen, alles suchen, alles machen, alles tun. Da hinten könnte die Höhle sein, die gemeint war, aber ich dachte eigentlich, dass ich da schon drin war. Okay. Kraut. Keine...
Leichen. Vier Razor übrig. Zum Glück gibt es einen Counter dafür. Das macht einem das Leben etwas leichter. Hier ist ein Feuer, hier ist eine Höhle. War ich da nicht drin, ne? Ich dachte eigentlich, dass ich da drin war. Doch, hier war ich drin. Hier war der Schatz von dem, wo ich das Buch raus hab. Der war hier drin, ne? Und apropos Elden Ring, der DLC kommt ja jetzt auch irgendwann raus, ne? Hat man auch wieder viel zu tun. Richtstab? Richtstab. Das hatte doch auch der Reichslord, ne? Also der Reichslord hatte einen Richtstab. Gut, das wird ja dann nicht gewesen sein, aber naja. Wo ist unser Piratenfreund hin? Unser Mithelfer ist weg. Naja. So ist das halt. Drei übrig. Krallen habe ich jetzt auch schon sehr viele. Da bewegt sich nichts. Da oben ging es nicht rauf. Was ist da hinten in der Wand? Was ist da oben? So viele Wege, so viele Richtungen. Ach. Das sind aber nicht unsere Freunde, oder? Die beiden, die fehlten. Das sind auf jeden Fall zwei. Und ein Haufen Knochen. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Runenstein, Lederbeutel. Runenstein. Gibt's eigentlich, gibt's bei Dragon's Dogma Klassen? Also ich habe keine Ahnung von dem Spiel, deswegen die... Ach, da waren Orks. Nein! Nein! Kacke. Ich brauche dafür Hilfe. Die Orks schaffe ich nicht alleine. Die sind zu stark und ich glaube, ich muss da runter, um das hier fertig zu machen.
Okay, was spielst du für eine Klasse? Machst du das wie bei Elden Ring, so Paladin-mäßig oder was anderes? Da bist du ja. Oh Mann. Ich muss ja mal wieder ein Spiel spielen, wo ich ein Magier bin. Normalerweise spiele ich immer Magier. Jetzt in Gothic 1 und 2 habe ich es halt nicht gemacht. Was ich im Anbetracht des Magiesystems hier nicht so schlimm finde. Aber grundsätzlich bin ich ja normalerweise eher der Magier. Vier Startklassen und dann nochmal 4 bis 5 Klassen, die man im Spiel freischalten kann. Freischalten, dass dein Charakter sich dahin entwickelt oder freischalten, dass du das dann als Startklasse verwendest? Unser Freund war nicht stark genug. Ich bin gerade noch ein klassischer Krieger. Der Schwert und Schild hat mein Pawn. War Magier und ist jetzt Zauberer. Ist ja ein Unterschied. Wo ist der Unterschied? Also, ist das. Also, wo ist der Unterschied in dem Spiel? Man kann die Klassen frei wechseln im Spiel und auf Level 10 leveln. Auf Level 10 leveln, was mehr Skills und Passivs freischaltet. Magier hat auch noch Heilung und Zauberer ist pur auf Offensivmagie. Aha. Und du brauchst keinen Magier oder kannst dich selber heilen? Deswegen brauchst du den nicht. Ich bräuchte einen stärkeren Gegner, am besten mit einem Namen. Dann könnte ich da wahrscheinlich hingehen. Ohne das, schwierig. Schon wieder ein von diesen Biestern. Das sind sehr viele. Schon wieder eins von diesen Biestern. Ja, so muss man's den Biestern geben. Das sind sehr viele Orks und ich habe kein Ulumulu. Ohne Ulumulu ist es nicht gut da drinne. Jetzt ist aber die Frage, ob da hinter den Orks... Das wäre schon echt endfies. Okay, nein, hier sind die ersten beiden. Ja,
uns den Biestern geben. Gut. Damit gehen wir mal hier weiter. Ich bin ja da oben reingegangen und bin in den Sumpf gelandet. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier weiter. Schon wieder eins von diesen Biestern. Was für Biester? Das war ein starker Bluthund. Und unser Pirat ist fast tot. Party besteht auch. Was? Party besteht auch. Meine Mainport Zauberer, einen Bogenschützen und noch einen Magier zum Heilen. Porn 3 und 4 sind ja immer von anderen Spielern generiert, wie im ersten Teil. Aha. Das heißt, einen Porn wählst du und zwei werden generiert? Im Level Up. Kann ich dich nach Hause schicken? Ich brauch dich nicht mehr. Ich bin wieder im Lager, Captain. Gut. Bevor du nämlich stirbst und ich deswegen einen Malus habe, schicke ich dich nach Hause. Da brennt auf jeden Fall eine Fackel in der Höhle. Genau, du erstellst deinen Main-Pawn, genauso wie deinen Hauptcharakter, den du spielst im Charakter-Editor. Die anderen beiden wurden halt so von anderen Spielern erstellt. Ah, okay. Aber du kannst trotzdem entscheiden, was für eine Art Mitspieler du haben willst. Also du kannst sagen, ich brauche einen Magier, ich brauche einen Krieger, ich brauche irgendwas in die Richtung. Noch ein Ring. Da haben wir den zweiten. Ring des Priesters, Ring des Heilers. Das bedeutet, wenn wir wahrscheinlich den letzten Ring bekommen. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Yep, wären es, aber ich habe keine mehr. Der letzte Ring ist bestimmt hinter den Orks. Bestimmt. Komm her. Ja, ja. Komm her. Gut. Genau, man sucht sich beim Beschwören halt immer das, was man braucht oder schön findet. Klar. Maximaler Mangel an Kleidung. Gut, hier ist noch ein Schatz vergraben. Und drei. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Lederbeutel. Das ist auf jeden Fall noch eine Horn eines Schattenläufers. Das ist auf jeden Fall noch eine Steintafel, die wir den Priestern geben können.
Ein Degen. Ist das ein guter Degen? Das ist auf jeden Fall der Rapier, der wäre gut, aber ich habe nicht so viel Geschicklichkeit. Wir haben eine Rune bekommen. Ist das eine Zauberrune? Angst? Mittlere Wunden heilen? Yes, please. Ach, die habe ich schon gehabt. Ich habe die drei magischen Kreise nicht. Das war das Problem. Scheiße. Oder ich hatte die doch noch nicht, habe die jetzt bekommen, aber kann es nicht casten, weil ich nicht den dritten magischen Kreis habe. Mana plus 2. Ja. Offensichtlich, ich habe auch gar keine Ahnung, wie ich die magischen Kreise bekomme. War das nicht so eine Tafel? Weil da so ein roter Kreis drin war, dachte ich eigentlich, dass das eine von den Tafeln war, die wir denen geben müssen, aber... Die würde mir hier als Item angezeigt. Offensichtlich nicht. Zap, 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 so. Damit. Gehen wir mal hier weiter, gucken, ob da noch irgendwas rumliegt. Nö. Nur Feuernessel. Das ist aber auch alles. Okay, hinten waren viele Orks. Für die bin ich halt leider noch zu schwach. Einhand ist auf 40%. Ich hätte da gerne mehr. Ich denke, ab 50% wird aus Kämpfer etwas anderes. Wäre zumindest dann ähnlich wie bei den anderen. Okay. Wir gehen erstmal wieder zurück ins Lager. Die Orks, da kommen wir bestimmt noch hin. Ach komm schon. Ist nur ein Kaktus. Einfach umlaufen. Die Höhle, wo die beiden drin waren, habe ich nicht gefunden. Also, keine Ahnung. Wenn die sich hier immer aufgehalten haben sollen, weiß ich nicht wo. Hier ist halt nur der Weg zu unserem Priestern zurück. Da unten in der Höhle war ich. Im Wasser war nichts, hinterm Wasser war nichts. Keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung. Hier liegt auch nichts. Da geht's ja wieder zurück. Ja.
So ist das. Ich hoffe, er ist wieder angekommen. Das war doch schon vorher klar. Er sitzt nämlich nicht darum. Von mir erfährt keiner was. Das ist doch alles nur Gerede. Wegen der Sache mit dem Canyon. Ja, was ist damit? Ich habe alle Razor getötet. Sehr gut. Du scheinst ja ganz brauchbar zu sein. Ich brauche die Banditenrüstung. Hast mächtig was auf dem Kasten. Sure. Eigentlich sollte Bones mit der Rüstung die Banditen ausspionieren. Aber ich sollte besser dir den Job überlassen. Du hast vielleicht sogar eine Chance, da heil wieder rauszukommen. Sprich mit Bones, er soll dir die Rüstung geben und dann gehst du damit zum Banditenlager. Ich muss wissen, warum die Drecksäcke überhaupt in unser Tal gekommen sind. Aye, aye, Captain. Eine Sache würde mich noch interessieren. Was denn? Was weißt du über Raven? Was weißt du über Raven? Soweit ich weiß, war er früher Erzbaron. Eine ziemlich große Nummer in der Kolonie. Ich habe keine Ahnung, warum er hier ist und warum die Leute ihm folgen. Aber ich bin mir sicher, er brütet etwas aus. Er ist nicht der Typ, der sich im Sumpf versteckt. Wo ist dein Schiff? Das glaubt mir kein Mensch. Da ist monatelang kein Schiff zwischen hier und dem Festland unterwegs. Monatelang. Und das erste Schiff, dem man begegnet, ist ein vollbesetztes Kriegsschiff des Königs. Vom Kiel bis zum Masttop, voll mit Paladinen. Das nennt man wohl Pech. Das kannst du laut sagen. Die haben uns kurzerhand versenkt. Ich bin der Einzige, der es bis zum Ufer geschafft hat. Das versunkene Schiff auf Corinnes ist sein Schiff. Ah. Wie bist du hierher gekommen? Ich habe einen Tunnel gefunden. Bei der alten Pyramide war von ein paar Morgiern bewacht. Hab mich an den Blindfischen einfach vorbeigeschlichen. Zuerst dachte ich, das wäre eine alte Grabkammer und wollte nur mal gucken, ob da was zu holen ist. Hab nicht schlecht gestaunt, als ich plötzlich in meinem geliebten Tal rauskam. Dachte schon, ich müsste den Rest meines Lebens vor der Miliz wegrennen. Okay, also er ist den gleichen Weg wieder hergekommen wie wir. Das war doch schon vorher klar. Es kommt nur auf die Kraft an. Also, komm mir nicht so. Lass uns doch alles mal geredet. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ich bin sure. deiner Meinung. Der verkauft halt nur Waffen, aber keine Dietriche. Kacke. Das war doch schon vorher klar. Man kann eigentlich nur hoffen, dass Raven sich unser Gesicht nicht gemerkt hat. Du sollst mir die Banditenrüstung geben. Befehl von Greg. Von Greg? Boah, ich dachte schon, ich müsste doch noch gehen. Dieser Speerjob im Banditenlager ist der reinste Selbstmord. Lieber hole ich mir den Strafdienst von Greg, als mich von diesen Banditen umbringen zu lassen. Die Rüstung. Ach ja, hier hast du sie. Sei bloß vorsichtig. Mit den Kerlen ist nicht zu spaßen. Ich weiß. Banditenrüstung, kann die was? Ich ziehe sie aber auf jeden Fall nicht hier im Lager an. Wer weiß, was dann passiert. Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Diese Rüstung ist ja noch beschissener als die Piratenrüstung. Wie geht das denn? Oh Mann. Greg hat Garrett einen wertvollen Kompass abgenommen. Garrett vermutet, dass er ihn irgendwo am südlichen Strand verbuddelt hat. Oh, stimmt, das können wir eigentlich vorher kurz machen. Kurz auf den Strand schwimmen. Wir gehen aber ganz kurz pennen. Hoffentlich ist ein Bett hier drin, ne? Lebensenergie und so. Yes. Wird sich das jemals ändern?